Der Frühling war gekommen. An einem schönen sonnigen Morgen, als der Kuckuck rief und die Bäume schon in frisches Grün gekleidet waren, wachte der Löwe Nobel, der König der Tiere, gut gelaunt auf und ließ seinen Hofmarschall, den Luchs, zu sich rufen. Heute bei diesem schönen Wetter möchte ich in aller Pracht Hof halten und befehle darum meinen Untertanen, vor mir zu erscheinen. Niemand darf fehlen. Ich werde unsere Boten sofort aussenden, mein König. Der Luchs eilte davon und schon bald trafen am Hof einer nach dem anderen die Vasallen des Königs mit ihren Untergebenen ein. Isegrim, der Wolf, Braun, der Bär, der Dachs Grimbart, der Kranich Weißfieder und viele, viele andere. Dann erscholl die Stimme des Hofmarschalls. Der König kommt! Alle verneigten sich und der Herrscher, der Löwe Nobel, bestieg den Thron. Er ließ seinen Blick über die versammelten Tiere schweifen und sprach: Irrt sich mein Auge oder vermisse ich wirklich einen wichtigen Vasallen? Ist Baron Reinecke, der Fuchs, noch nicht gekommen? Hofmarschall, habt ihr eine Erklärung dafür? Ich kann es nur vermuten, mein König. Ihn plagt sein böses Gewissen, gnädigster Gebieter, wegen der vielen Untaten, die er begangen hat. Er scheut sich, vor dem versammelten Hof zu erscheinen, sagte Isegrim, der Wolf, was den anderen Mut gab, ebenfalls ihre Stimmen zu erheben. Ruhe! Nicht alle durcheinander! Sprich weiter, Isegrim. Da ihr uns hier zusammengerufen habt, mein König, müssen wir euch auch wissen lassen, dass Reinecke der Fuchs den Frieden und die Ruhe in eurem Reich immer wieder stört. Erzählt, was er euch angetan hat. Es war an einem kalten Wintertag, mein König. Ich gehe am Ufer eines Sees entlang und erblicke plötzlich Reinecke, wie er dort sitzt und Fische verzehrt. Ich frage ihn: Wie kommst du zu den Fischen? Ich habe sie geangelt. Doch wie? Kannst du es mir verraten? Ich habe gerade solche Lust auf Fische. Dann setz dich ans Wasserloch und hänge deinen Schwanz hinein. Doch hab Geduld. Wenn du was fangen willst, musst du dort länger sitzen. Ich befolge auch seinen Rat. Am nächsten Morgen, denn ich saß die ganze Nacht am Wasserloch, war mein Schwanz dort eingefroren. Und nicht nur das. Bauern, die Wasser aus dem See zu holen kamen, verprügelten mich so fürchterlich, dass ich, um schneller nur von ihnen wegzukommen, gezwungen war, die Spitze meines Schwanzes abzureißen. Sie blieb im Eis tief festgefroren. Nun, etwas mehr Verstand hätte ich dir doch zugetraut, mein Freund. Solche Dummheit verdient schon fast bestraft zu werden. Wer hat weiter etwas vorzubringen? Jetzt sprang der feurige Luchs vor die Stufen des Thrones und rief: Großer König, ich beschuldige Reinecke des versuchten Mordes. Des Mordes? An wen, mein Hofmarschall? An Lampe dem Hasen. Sieht ihn an, mein König, wie er mit verbundenem Kopf hier neben mir steht. Erzähle, wie es dazu kam. Ich sitze gestern Morgen auf dem Ast eines großen Baumes und freue mich über den schönen Sonnenaufgang. Da höre ich plötzlich Stimmen unter mir. Das ist doch unser Reinecke, denke ich, und schau hinab. Auf der Lichtung erscheinen gerade Reinecke und der Hase Lampe im Gespräch miteinander. Lampe, hören kannst du meilenweit, deine Beine tragen dich schnell wie der Wind, nur zu singen verstehst du leider nicht. Ich bin wohl nicht zum Singen geboren. Ich bin ja keine Nachtigall und kein Kuckuck. Ach was, ich schwöre dir, du kannst genauso singen. Erlaub mir, es dir beizubringen. Muss das sein? Ich lege gar keinen Wert drauf. Und ob du Wert drauf legst, komm, setz dich, wird's bald. So, nun hocke ich mich vor dich hin. Nun gib Acht. Strecke den Hals nach oben, damit der Klang ganz leicht entweichen kann. Und nun schließ die Augen, damit ich nichts ablenke. Der Hase tat es auch. Im selben Augenblick packte ihn Reinecke am Kragen und versuchte, ihn ins Gebüsch zu zerren. Natürlich war ich im Nu vom Baum herunter und Reinecke auf dem Rücken. Erschreckt ließ er den Hasen los und verschwand im Walde. Und es grenzt an ein Wunder, mein König, dass Lampe mit dem Leben davon gekommen ist. Dieses Mal hatte sich das Gesicht des Königs verfinstert. Und Isegrim, der Wolf, rief: Bestraft Reinecke, mein König! Er bessert sich nie!
Da ergriff Dax Grimbart, der Neffe des Fuchses, das Wort. Erlaubt mir, mein König, meinen Oheim Reineke Fuchs zu verteidigen, da er selbst nicht hier ist. Ich weiß, dass auch ihm manches Unrecht geschehen ist. Unter Lebensgefahr besorgte er einmal Fisch und Fleisch für seinen Freund Isegrim, doch bekam er seinen Anteil nie. Da unterbrachen dumpfe Jammerklagen die Rede des Daxes, denn es näherte sich ein Trauerzug mit dem Hahn Henning an der Spitze. Ihm folgten seine Söhne, die auf einer Bahre ihre tote Schwester, die Henne Katzefuß, trugen. Und diese war ohne Kopf. Und Henning sprach: Seht meinen Jammer, gnädigster Gebieter. Ich war ein glücklicher Familienvater. 10 wackere Söhne und 15 fleißige Töchter hatte ich mit meiner Frau an einem einzigen Sommer großgezogen. Wie viele Dutzend, ach, was red ich! Hunderte von Eiern legten meine braven Töchter, doch alle wurden sie vom Fuchs gefressen. Und hier ist meine letzte Tochter. Sie entrissen mir noch den Klauen des Bösewichts, doch war sie schon tot. Bestraft ihn, gnädigster Herr König! Bestraft den Mörder Reineke! Ja, ein solches Verbrechen darf nicht ungestraft bleiben. Braun der Bär möge den Fuchs aufsuchen und vor den Thron laden. Reineke Fuchs war sehr reich und besaß viele Schlösser und Burgen. Die schönste Burg erhob sich zwischen zwei Schluchten hoch oben auf einem Felsen. Sie hieß Malepartus und war Reinekes ständiger Wohnsitz. Nach einiger Zeit stand Braun der Bär dort vor Reineke Fuchs. Viele Klagen sind über dich beim König eingegangen. Du sollst dich rechtfertigen. Morgen wollte ich sowieso an den Hof. Heute ging es nicht, wenn mir eine Speise nicht gut bekommen ist. Was für eine Speise? Honigscheiben. Aber was sollte ich tun? Es war gerade nichts anderes da als Honigscheiben. Was hast du da gesagt, Reineke? Honig? Ach, hätte ich ihn doch an deiner Stelle essen können. Das kannst du, Gevatter, das kannst du immer noch. Ist das dein Ernst? Ich schwöre es dir. Am Fuß des Berges lebt ein Bauer, der eine Menge Bienenstöcke besitzt. Wenn du willst, können wir sofort hin. Ob ich will? Führ mich hin! Führ mich hin! Als sie am Bauernhof ankamen, war es bereits dunkel und der Bauer war schlafen gegangen. Reineke wies auf einen auseinanderklaffenden Eichenstamm, der auf dem Hof lag und in den zwei große Keile getrieben waren. In diesem Baumstamm befindet sich der Honig. Steck deine Schnauze nur hinein, so tief du kannst. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. So, erst die Schnauze vorsichtig hinein und dann die Katzen. So, nun kann das Fest mal beginnen. So, beginne es. Da! Oh, dieser Reiniger hat mich hereingelegt. Der Scheusel hat die Keile herausgezogen. Oh, jetzt bin ich eingeklemmt. Wie das schmerzt. Ich komme einfach nicht heraus. Oh, Schreck, da kommt bereits der Bauer und die Nachbarn mit Stöcken und Heugabeln. Ah, oh, da haben wir den Honig, die endlich schlagt ihn tot. So fürchterlich fielen die Leute über den armen Bären her, dass die Todesangst ihm schließlich Kraft gab, sich aus dem Baumstamm zu befreien und zu flüchten. Als Braun wieder am Königshof erschien, ging ein Ausruf des Schreckens durch die Menge. Wahrhaftig, jetzt ist das Maß voll.
Ich sehe, dass eure Klagen berechtigt gewesen sind. Reinecke muss vors Gericht und keine Mühe darf gescheut werden, ihn hierher zu bringen. Und der königliche Rat beschloss diesmal, den Kranich Weißfieder auszusenden. Er war ein kluger Vogel, vorsichtig und nur sehr schwer zu überlisten. Er flog los, erreichte bald Malepartus und ließ sich vor dem Burgtor nieder. Dann klopfte er mit dem Schnabel ein paar Mal an und hörte darauf die Stimme Ermelins, der Frau Reinekes. Wer ist da draußen? Ein Besucher, gnädige Frau, der euren Gemahl sprechen möchte. Wie ist euer Name? Kranich Weißfieder, gnädige Frau Baronin. Ermelin öffnete die Seeluke im Tor, lächelte ihn an und sagte... Mein Gemahl ist seit heute Morgen in seiner Jagdhütte. Wisst ihr, wo sie sich befindet? Ja, gnädigste Frau Baronin, danke. Und der Kranich verließ Malepartus. In ziemlich kurzer Zeit erreichte er sein Ziel und erblickte auch schon Reinecke. Sie begrüßten einander und der Fuchs lud ihn ein, in seiner Hütte mit ihm zu speisen. Er habe heute gerade Regenwürmer vorrätig, die er zum Angeln hätte brauchen wollen. Doch biete er sie jetzt viel lieber Weißfieder als Mahlzeit an. Er selber wolle eine Bachforelle essen. Der Kranich wurde misstrauisch und sagte... Ich danke euch, doch lasst uns bei dem schönen Wetter lieber draußen speisen. Kommt Zeit, kommt Rat, dachte der Fuchs und ging auf Weißfieders Vorschlag ein. Nachdem sie gegessen hatten, griff Reinecke, der Schlaukopf, nun zu einer bösen List. Er sagte... Soviel ich weiß, esst ihr sehr gerne Erbsen. Auch diese habe ich in meiner Hütte und biete gern euch welche an. Wartet, gleich bringe ich's euch hinaus. Er ging in die Hütte und Weißfieder fühlte sich fast etwas beschämt. Da tönte es plötzlich aus der Hütte. Oh, mein Bein! Mein Bein! Ohne zu zögern sprang Weißfieder auf und eilte Reinecke zu Hilfe. Kaum aber war er in der Hütte, fiel die Tür schon zu und höhnisch lachend schaute der Fuchs ihn an. Jetzt hab ich dich, du neunmal Kluger! Erbarmungslos vom Fuchs im Raum umhergejagt, warf sich der Kranich in Todesangst von einer Ecke in die andere, schlug mit den Flügeln und schrie... Hilfe! Hilfe! Der Fuchs bringt mich um! Ist denn niemand da? Hilfe! Schrei nur ruhig, schrei! Hier hört dich niemand! Ich wusste, dass du kommst und lockte dich mit Absicht her! Und doch hörte ihn jemand... Weißfieders Brüder, die anderen Kraniche. Sie eilten hinab zur Hütte und versuchten, das Dach aufzureißen. Sie schlugen an die Fensterläden. Alles war vergebens. Laut klagend erhoben sie sich wieder in die Luft und zogen über Moor und Wald dahin, um dem König die traurige Kunde zu bringen. Die Nachricht von dem Tode des schönen Kranichs erschütterte die Tiere so, dass ein Tumult ausbrach. Beruhigt euch! Auch ich, der König, sage jetzt, Tod ohne Gnade. Denn Reinekes Verbrechen häufen sich. Aber da kein Bote es fertig bringt, ihn herbeizuschaffen, gebe ich euch allen die Erlaubnis, Reinecke zu töten, wo immer ihr ihm begegnet. Da trat mutig Reinekes Neffe, der Dachs, vor den Thron und sprach... Mein hoher Herr und König, erlaubt mir noch ein Wort für meinen Oheim einzulegen. Sprich, Grimbart. Seit jeher ist es recht in eurem Königreich, dass man den Beschuldigten dreimal vors Gericht fordert, ehe man ihn aburteilt. Darum lasst auch meinem Oheim gegenüber dieses Recht walten. Gebt mir die Erlaubnis und ich verspreche euch, ihn hierher zu bringen. Gut, so geh und hole ihn. Reinecke empfing den Dachs, als wäre nichts geschehen, und ließ ihn reden. Du bist ein kluger und gelehrter Mann, mein Oheim. Was ist nur in dich Gefahr, die Befehle des Königs so zu missachten? Wenn du jetzt nicht mit mir kommst, ist dein Leben verwirkt. Du wirst deine Burg nie mehr verlassen können, denn der König hat jedem erlaubt, dich zu töten, wo immer man dir begegnet. Also komm mit.
Du wirst es schon verstehen, dich herauszureden. Gewiss, es würde mir nicht schwerfallen, den König umzustimmen, denn er schätzt mich und weiß, welch guter Ratgeber ich ihm seit jeher war. Aber gerade darum hassen mich ja die anderen am Hof und werden es verstehen, die Dinge so zu drehen und zu wenden, dass ich verurteilt werde. Dem Dachs gelang es dennoch, Reineke zu überreden, und dieser verabschiedete sich von seiner Familie. Sei guten Mutes, Ermelin. Ich gehe zum König nur um euretwillen. Sollte ich nicht zurückkehren, so erzieh unsere Söhne in meinem Sinn. Das verspreche ich dir, mein Gemahl. Sie sollen dein Ebenbild werden. Besonders der Kleine mit dem niedlichen Mäulchen. Er wird der leibhaftige Vater. Nun denn, so lebt wohl. Und die Tore von Malepartus schlossen sich. Unterwegs sprach der Fuchs. Weißt du, Neffe, ich habe das Gefühl, dass ich dem Tod entgegengehe. Lass mich darum dir meine Sünden beichten. So spricht denn mein Oheim. Es wird sich erleichtern. Und Reineke begann zum ersten Mal, seine Untaten aufrichtig zuzugeben. Ach, Neffe, es begann mit Kleinigkeiten. Mit einem Stückchen Käse oder Fleisch, das ich stibitzt. Dann brach ich schon bei einem Bauern ein und plünderte den Keller. Und als einmal das erste Küken von mir überfallen war, da folgten Gänse, Enten und Kaninchen. So rottete ich Hennings des Hahnes ganze Sippschaft aus und beging manch andere Grausamkeit, grad ähnlich wie vor kurzem an dem Bären Braun. Doch jetzt wünschte ich schon, es wäre vieles davon nicht geschehen. Da brach der Dachs von einem Busche einen Zweig ab, schlug Reineke damit dreimal über den Rücken, legte dann den Zweig auf die Erde und sprach. Spring dreimal über diesen Zweig nun, Oheim, und wiederhol dabei die Worte, ich bereue alle bösen Taten, die ich begangen, und verspreche, mich zu bessern. Das tat der Fuchs, worauf sie ihren Weg fortsetzten. Endlich war der Königshof erreicht. Der Tumult, der beim Anblick Reinekes ausbrach, ist nicht zu beschreiben. Da erklang ruhegebietend die Stimme des Königs. Reineke, was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen? Er verneigte sich tief vor dem König und sprach mit unterwürfiger Stimme. Mein gnädigster Herr und Gebieter, ich war euch immer ein treuer Diener und stand mit Rat und Tat euch stets zur Seite. Lasst nicht zu, dass Verleumdungen meiner Feinde mir eure Gnade rauben und schützt mich vor der Verfolgung meiner Neider. Seht, ich bin ein einfacher Fuchs und nicht besser und schlechter als andere Tiere auch. Ich kämpfe um mein täglich Brot und sorge für meine Familie. Wenn man mir das als Verbrechen auslegt, so gibt es hier unter den Versammelten sehr viele solche Verbrecher, wie ich einer sein soll. Nicht immer handelt ihr aus Notwendigkeit, Reineke. Wie war es denn mit dem Bären und dem Kranich? Im Rat der Tiere setzte sich die Mehrheit durch. Und Reineke der Fuchs ward zum Tode verurteilt. Schon stand er mit der Schlinge um den Hals unter einem Baum. Aber trotzdem dachte er verbissen. Es muss mir noch gelingen, mein Leben zu retten. Und sollte ich die größte Lüge ausdenken müssen. Und er bat um ein letztes Wort. Es wurde ihm gewährt. Mein König, ich sterbe. Doch nehme ich ein großes Geheimnis mit ins Grab. Wisst ihr, dass der gleiche Reinecke, der hier mit der Schlinge um den Hals vor euch steht, einst euer eigenes Leben gerettet hat? Was sagt ihr da? Gnädigster Gebieter, einst fand mein Vater den Schatz des sagenumwobenen Königs Emrich und beschloss, mit einem Teil dieser Reichtümer die Verschwörer zu belohnen, mit deren Hilfe er euch stürzen und töten wollte. Doch ich vereitelte seinen Plan und brachte den Schatz in nächtelange Arbeit an einen anderen Ort, wo ich ihn tief vergrub. Und wenn ich mich auch gegen meinen eigenen Vater wenden musste, so rettet es doch euch, mein König, das Leben.
Aber ihr glaubt es mir ja doch nicht mehr. Drum lasst mich jetzt auch sterben. Es betrübt mich nur, dass der gewaltige Schatz, der Perlen, Gold und Edelstein enthält, wie sie kein Auge sah, auf ewig in der Erde verborgen bleiben soll. Der Schatz, den ich einst mit euch und meinen Freunden hier brüderlich teilen wollte. Der Fuchs schloss die Augen und wartete gespannt darauf, ob man ihn wirklich auch jetzt noch hängen würde. Ringsum war es totenstill geworden. Und plötzlich erschallte aus der Menge der einstimmige Ruf: Der Wille des Volkes sei auch der Wille des Königs. Ihr habt das Leben eures Herrschers gerettet, Reinecke. Er schenkt euch nun das eurige. Und euer Schatz soll dazu bestimmt sein, denen zu helfen, die durch euch gelitten haben oder in großer Not sind. Führt uns nun zu ihm. Die Schlinge wurde Reinecke vom Hals abgenommen. In seinen Augen glomm ein gefährlicher Funke auf. Doch klang seine Stimme demütig, als er sprach: Mein Herr und König, verzichtet auf meine Begleitung und erlaubt mir, für mein wiedergewonnenes Leben zu danken, indem ich eine Pilgerreise antrete. Wo sich jedoch der Schatz befindet, will ich euch gerne sagen. So sei es. Und der schlaue Fuchs beschrieb in blumenreichen Worten diesen geheimen Ort und zog dann in allen Ehren als Pilger von dannen. Am nächsten Morgen war der Hof des Königs voll fröhlichen Treibens, denn es war jedem erlaubt, auf die Schatzsuche mitzugehen. Und da erschien auch schon der König selbst. Sein Gesicht jedoch war ernst und finster. Und er sprach zu seinem Volk: Meine lieben Untertanen, ich muss euch etwas mitteilen, das unsere heutige Reisefreude leider etwas trüben wird. Bevor Reinecke seine Pilgerreise antrat, hat er mir noch anvertraut, dass Braun, der Bär und Wolf Isegrim, die ich immer für meine treuesten und aufrichtigsten Freunde gehalten habe, die Hauptverschwörer gegen mich gewesen sind. Was sagen die Beschuldigten dazu? Verleumdung, gnädigster König. Jawohl, es ist eine gemeine Lüge. Nun, jemand, der eine Pilgerreise antritt, um Buße zu tun, wird nicht gleich wieder anfangen zu lügen. Reinecke schon. Schweigt! Und er wird noch ganz andere Dinge tun. Euer Widerspruch ist sinnlos. Ich muss euch jetzt gefangen setzen. Nun gut, ich beuge mich dem Willen meines Königs, aber ich glaube fest daran, dass ihr bald die Wahrheit erkennen wird. Das werdet ihr, mein König, und zwar schneller, als euch lieb ist. Oh, das werde ich dem Halunkenfuchs niemals verzeihen, schrie Isegrim noch, während er abgeführt wurde. Dann schlug die schwere Eisentür hinter ihm zu. Die Reise begann. Der Zug der Tiere war endlos. Auch waren alle guter Dinge. Denn wann zog man schon in so großer Gesellschaft los und dabei noch, um nach einem Schatz zu suchen? Nach 2 Tagen war der König mit seinem Gefolge an einem Hügel angelangt, in dessen Nähe eine große Eiche wuchs. Dies müsste der richtige Ort sein. Was meint ihr, Hofmarschall? Steht diese Eiche nicht zu weit entfernt, mein König? Nach Reinekes Beschreibung müsste sie ganz in der Nähe jenes Hügels zu finden sein. Siehst du noch einen anderen Hügel? Nein, mein König, in dieser Gegend nicht. Nun, beginnt zu graben! Und man ging dem Hügel von allen Seiten zu Leibe. Man scharrte und grub nach Leibeskräften. Ausrufe der Freude, Hoffnung und der Enttäuschung lösten einander ab. Doch dann, auf einmal... Die Tiere stürzten sich mit letzter Kraft in die Arbeit. Man grub und grub, dass die Pfoten bluteten. Aber wo waren nur die Ecken und Enden der Truhe? Stimmt was nicht. Eine so riesige Truhe gibt's nirgends auf der Welt. Das ist die Gruft des Königs Emmerich. Ja, und der Schatz ist da drin. Und man grub noch weiter.
Der ganze Hügel war beinahe schon abgetragen, da kündigte sich eine unheilvolle Entdeckung an. Es war eine einzige Schieferschicht, die sich unter dem ganzen Hügel ausbreitete und die Reineke niemals hätte durchbrechen können, um unter ihr den Schatz zu verbergen, den sie suchten. Es ist zum... Der Fuchs hat mich doch betrogen, vor meinem ganzen Volk mich lächerlich gemacht. Verzweiflung und Gejammer, der umgewühlte Hügel und die vor Erschöpfung zusammengebrochenen Tiere, alles ähnelte einem Schlachtfeld nach dem Kampfe. Die rote Abendsonne näherte sich dem Horizont und schien zu lächeln, dass ein einziger schlauer Kopf so viele Kluge und Gescheite hatte überlisten können. Hören wir nun, was in der Zwischenzeit Reineke der Fuchs tat. Er hatte den Widder Bellin und den Hasen Lampe überredet, ihn auf die Pilgerreise zu begleiten. Beide stimmten zu, denn sie waren von harmlosem Gemüt und glaubten, Reineke wolle sich jetzt wirklich bessern. Auf Malepartus angekommen, wo der Fuchs sich noch angeblich von Ermelin, seiner Frau, verabschieden wollte, schickte er Bellin zu einem Abhang, auf dem es schöne, saftige Gräser gab, um selbst einen Brief an den König zu schreiben. Lampe indessen sollte Ermelin etwas erheitern. In seinem Zimmer aber brütete Reineke über die Schmach nach, die ihm angetan worden war. Mich, den stolzen und mächtigen Baron Reineke mit einer Schlinge um den Hals der tobenden Menge auszusetzen. Mich so weit zu bringen, eine unglaubliche Lüge ausdenken zu müssen, nur um mein Leben zu retten. Nein, Herr König, das kann ich nicht so leicht vergessen. Das schreit nach Rache. Verhöhnt sollt auch ihr jetzt werden. Ein Reineke braucht eure Freundschaft nicht, ihr aber könnt ohne seinen Rat nicht leben. Als Bellin zurückkehrte, übergab ihm Reineke einen Ranzen und hieß ihn, diesen schnell zum König zu bringen. Danach würden sie die Pilgerreise antreten. Bellin eilte davon. Die Heimreise der Schatzsucher verlief in ziemlich bedrückter Stimmung und schien allen unendlich lang. Als sie schließlich wieder am Königshof angelangt waren, ließ der Löwe Nobel sofort die beiden Gefangenen, den Bären und den Wolf, aus dem Kerker holen und vor sich bringen. Meine edlen Herren, die Ereignisse der letzten Tage haben mir gezeigt, dass wir alle Opfer des Betrügers Reineke geworden sind. Darum verletzt es auch nicht meine königliche Würde, euch hiermit um Verzeihung zu bitten. Und nun möge ein Fest uns alle Kränkungen vergessen lassen. So fröhlich und ausgelassen war es am Königshof lange nicht mehr zugegangen. Es erklang Musik, man tanzte und der Wein floss in Strömen. Mitternacht näherte sich. Da geschah etwas Schreckliches. Es erschien der Widder Bellin und übergab dem König den Ranzen mit Reinekes angeblichem Brief. Der König ließ den Ranzen öffnen und alle erstarrten vor Entsetzen. Vor ihnen lag der Kopf des armen Hasen Lampe. Als erster fasste sich der König. Meine Herren, das ist Hohn und Herausforderung zugleich. Und noch in derselben Nacht wurde die Belagerung der Burg Malepartus beschlossen. Reinekes Neffe, der Dachs Grimbart, war heimlich von dannen geeilt, um seinem Onkel die Unheilsbotschaft zu bringen. Auf Malepartus angekommen, klagte er laut. Oh, mein Oheim, was soll nun aus unserem ganzen Geschlecht werden? Du warst unser Oberhaupt, mit deiner Gewandtheit hast du uns stets verteidigt, wenn es nötig war. Was wird aus uns allen, wenn der König Malepartus erstürmt und dich vernichtet? Nun, so weit ist es noch lange nicht, Neffe.
Ich halte Malepartus für uneinnehmbar, das sich auf einem hohen Felsen erhebt und von einem Wassergraben umgeben ist. Auch bliebe jederzeit durch die vielen unterirdischen Gänge die Möglichkeit zur Flucht. Nicht wahr, Ermelin? Aber mein Gemahl, was sollen wir in fremden Landen machen? Hier haben wir unsere Schlösser und Burgen, unseren Reichtum. Würdest du das alles aufgeben wollen? Nein, Reineke, versuch dich mit dem König wieder zu versöhnen. Wenn das noch möglich wäre, Oheim, so wäre es sicher das Beste. Nicht gern entbehrt der König deinen Rat. Versuch, diesen Umstand zu nutzen. Am nächsten Morgen entschloss Reineke sich, dem Dachs an den Königshof zu folgen. Denn ewig eingeschlossen auf Malepartus zu leben, schien ihm auch nicht erfreulich zu sein. Und so sagte er zu seiner Frau: Ängstige dich nicht, Ermelin. Ich kehre bald zurück. Du wirst sehen, alles geht gut aus. Ich habe dem König so manches zu sagen. So verließ Reineke zum zweiten Mal mit seinem Neffen die Burg und begab sich an den Hof des Königs. Unterwegs sandte er eine Nachricht an seine ganze Sippe, sich zugleich mit ihm am Königshof einzufinden. Er wollte dem König stolz gegenübertreten, als Oberhaupt seiner zahlreichen Verwandtschaft. Und alle, die er gerufen hatte, kamen in großen Scharen herbeigeeilt. Füchse, Dachse, Marder und Wiesel, die alle bereit waren, Reineke zu verteidigen, falls man wieder sein Leben bedrohen würde. Am Hof angekommen, trat Reineke vor den Thron des Herrschers und sprach: Mein König, ich nahe mich euch nicht in Demut, sondern als freier Fuchs eures Reiches. Erlaubt mir jetzt zu sagen, dass es nicht zu der Feindschaft zwischen uns gekommen wäre, wenn ihr mich nicht immer wieder geladen hättet, vor Gericht bei euch zu erscheinen. Sind denn meine Taten, über die so viele klagen, wirklich schlechter als die der anderen, die genau das Gleiche tun? Meine Art und wie ich nun einmal bin? Verzeiht, mein Gebieter, ich war es nicht, der die Welt so geschaffen hat. Aber hat nicht auch gerade meine Art euch oft geholfen, in vielen Schwierigkeiten eine Lösung zu finden? Da habt ihr recht. Ich kann nicht widersprechen. Mein König, euch so niederträchtig zu belügen und euch meinen Hohn so ins Gesicht zu schleudern, war meiner unwürdig, ich gebe es zu. Doch habt ihr mich dazu herausgefordert. Mit einer Schlinge um den Hals so vor dem ganzen Volk zu stehen, bespuckt, beschimpft, gedemütigt zu werden, wie sollte ein Reineke das ertragen? Ich fühlte mich über alle Maßen ungerecht behandelt. Warum verurteilt ihr meine Taten schärfer als die der anderen? Reißt der Wolf keine Lämmer? Überfällt der Luchs nicht einen Hasen? Weshalb soll es schwerer wiegen, wenn ich ein Huhn geholt anstatt der Habicht? Was reicht man denn euch selbst an eurem Tisch, mein König? Das Wort vom Frieden unter euren Tieren ist doch Heuchelei. Der Starke frisst den Schwachen und auch der Schwache holt sein Opfer, wenn ihn der Hunger plagt. Dafür bestraft jedoch wird immer nur der Schwächere. Das ist der Unterschied. Was bleibt demjenigen nun übrig, der all das sieht? Nur schlau zu sein und klug will er am Leben bleiben. Ja, schlau seid ihr wahrhaftig, Baron Reineke. Schlau? Oh, habt Dank, Wolf Isegrim, mein Todfeind. Doch streitet ihr mir hoffentlich nicht Klugheit ab. Schlau sein kann jeder, der eine mehr, der andere weniger. Klug aber ist man. Oder man ist es nicht. Erlaubt mir, mein König, euch ein Erlebnis aus meinem Leben zu erzählen. Vielleicht können die hier Anwesenden daraus lernen. Tut das, Baron Reineke. Wir hören. Nun denn, ich war einmal mit einem Wolf befreundet. Ja, spitzt nur die Ohren, Isegrim. Wir unternahmen damals sehr vieles gemeinsam. Eines Tages sahen wir auf der Wiese eine Stute mit einem munteren und schönen Fohlen. Da sagt der Wolf zu mir: Wäre das nicht ein zarter Leckerbissen für uns beide? Was sagst du dazu, Reineke? Wie du meinst.
Komm, fragen wir die Stute. Vielleicht verkauft sie uns das Fohlen. Bitte. Nun frag sie. Stute, verkauf uns doch dein schönes Fohlen. Recht gerne, Isegrim. Ich wüsste mein Kind ja in den besten Händen. Natürlich verkaufe ich es nur, wenn du mich gut bezahlst. Aha. Was kostet denn ein Fohlen? Unten an meinem Hinterhof steht der Preis geschrieben. Komm und sieh nach. Soll ich's tun, Reineke? Tja, es bleibt dir wohl nichts anderes übrig. Leider kann ich nicht lesen. Ich habe die Schule nicht besucht. Ach, bist eben doch ungebildet, Reineke. Ich verstehe sogar Latein und Griechisch. Nun gut, Stute, ich will nachschauen. Ja, komm nur näher, Isegrim. Komm, komm, ganz nah. Ich hebe meinen Hinterfuß und du wirst dann den Preis sofort erkennen. So. Au! Die Stute hatte ausgeholt und dem Wolf mit ihrem Huf einen solchen Schlag versetzt, dass er fast eine Meile weit durch die Luft flog und dann bewusstlos liegen blieb. Nun sagt mein König, ist so viel Dummheit nicht sogar die Strafe wert? Nun ja. Sagt Reineke, könnt ihr uns noch etwas Ähnliches erzählen, so tut es. Es war sehr lehrreich für uns alle. Da fing der Fuchs an, noch viele andere Erlebnisse aus seinem Leben zu berichten, wobei es ihm gelang, den König immer mehr für sich zu gewinnen. Ebenso die Zustimmung der ganzen Versammlung, denn alle mussten zugeben, dass man von Reineke viel lernen konnte. Und so erzählte dieser immer weiter. Vor langer Zeit reiste ich mit meinem Freund, dem Wolf, durch ferne Länder. Eines Tages wanderten wir durch ein Gebirge und waren sehr hungrig und durstig. Da entdeckten wir eine Höhle. Kaum aber hatten wir den Kopf hineingesteckt, als wir auch schon entsetzt zurückfuhren. In der Höhle wimmelte es von scheußlichen Pavianen, doch gab es sicher bei ihnen etwas zu essen. Der Wolf war nicht zu überreden, mit hineinzugehen, denn er hatte Angst. Ich aber fasste Mut und tat es. Beim Eintreten begrüßte ich die Paviane mit den höflichsten Worten und sagte zu der Frau des Hauses, »Seid mir gegrüßt, o holde Frau, wie seid ihr schön und wie reizend und liebenswürdig sind eure Kinder. Tretet nur ein, fremder Herr, wie seid ihr gut erzogen,« wispert sie, »nicht fremder, bitte ich euch, o glückliche Mutter so wohlgeratener Kinder,« sage ich, »ein entfernter Verwandter bin ich, erschöpft und müde von langer Reise. Dann nehmt doch bitte Platz und esst und trinkt, so viel ihr wollt, von allem, was wir haben,« sagt die Pavianin überschwänglich, »und ich aß und schwatzte dabei Verschiedenes, was ihr gefiel. Was seid ihr für ein Kavalier, Gevatter?« sprach die Pavianin, und damit Mühe und Not gelang es mir, ihr endlich zu entkommen. Draußen sagte ich zum Wolf, »Ich habe mich dort gut erholt und bin auch satt. Jetzt gehst du hinein, aber sprich ja das Richtige, dann geht's auch dir dort gut.« Und der Wolf kroch in die Höhle. Doch gleich darauf ertönt ein schreckliches Geheul und kopfüber fliegt mein Kamerad heraus, zerkratzt, bespuckt und hinkend. »Um alles in der Welt, was ist geschehen?« frag ich. »Warum bist du so schlecht behandelt worden?« »Ich weiß es nicht. Gesagt habe ich das Richtige, wie du geraten hast,« erwidert er. »Und ich? Ja, und was hast du gesagt?« »Dass ich noch nie ein so hässliches Geschöpf gesehen habe wie sie und dass ihre Kinder genauso hässlich seien. Denn das war doch richtig.« Die ganze Zuhörerschar fing schallend an zu lachen und der König Nobel mit. Reinekes Blick glitt über die versammelten Tiere und er fühlte, dass er wieder allen überlegen war. So sagte er, »Es ist nicht immer ratsam, einem die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern, besonders wenn sie den anderen kränken kann. Ich rate darum allen herzlich, sie in solchen Fällen lieber zu verschweigen.« »Ihr seid wahrhaftig weise, Reineke. Ich möchte euch in meinem Rat nicht missen.« Und auch des Königs Untertanen zeigten ihre Zustimmung.
Nur die Wölfe blickten finster, bewahrten jedoch Haltung. Aber Reineke wusste, dass er sich in ihnen auf ewig Todfeinde geschaffen hatte. Der König sprach. Ich sehe es ein, Baron Reineke, dass mein Urteil gegen euch zu streng gewesen ist. Darum, um alles wieder gut zu machen, bitte ich euch, Kanzler meines Reiches zu werden. Jeder Zwist sei hiermit zwischen uns beendet und kommt bald wieder zurück an meinen Hof. Da kniete der Fuchs am Throne nieder und sagte, ich danke euch, mein König, für die Ehre, die ihr mir erweist und will euch stets als treuer Ratgeber zur Seite stehen. Und Reineke zog, von seiner ganzen Sippe begleitet, stolz und geehrt vom Königshofe heim nach Malepartus. Und er sprach, ihr Freunde, merkt es euch wohl, die Weisheit ist mehr als Gold zu verehren.